Bis zum Schluss haben wir für die Menschen in Europa gearbeitet. Das war sie, die letzte Plenarwoche in dieser Gesetzgebungsperiode. Greta Thunberg war bei uns. Ihr Einsatz und das Engagement von Hunderttausenden Jugendlichen in ganz Europa beeindrucken mich sehr. Die Europäische Union muss zur Klimaschutz-Superpower werden. Wir haben nur mehr noch 10 Jahre Zeit, um unseren Planeten zu retten. Die Aufdecker und Aufdeckerinnen in Unternehmen im öffentlichen Interesse sind Helden. Und wir haben nun endlich Schutzregeln für diese mutigen Whistleblower in ganz Europa. Die Europäische Arbeitsbehörde ist mir ein Herzensanliegen. Wir haben sie jetzt durchgesetzt, damit das Arbeitsrecht geachtet wird und damit das Arbeitsrecht auch durchgesetzt wird, in ganz Europa grenzüberschreitend. Endlich gibt es Regeln, wenn Unternehmen in Europa umziehen. Ich war die Berichterstatterin. Ich kann euch sagen, ich habe Tag und Nacht bis zum Schluss verhandelt. Und jetzt haben wir einen Schutz gegen Briefkastenfirmen und vor allem, dass Information und Konsultation von den Beschäftigten, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch respektiert werden müssen. Ich wünsche wunderschöne Osterfeiertage. Leider haben nicht alle einen Karfreitag, an dem sie auch schon ihre Freizeit genießen dürfen. Und jetzt geht's in den Wahlkampf. Alles Gute!